Wir machen weiter mit schlimmen Kids. Lange Zeit war deutscher Hip-Hop eine nette bürgerliche Angelegenheit. Lustige Jungen, deren Rebellentum sich einzig in weiten Hosen manifestierte. Inzwischen sind die Zeiten härter geworden. Joblos, geldlos, perspektivlos sind hunderttausende Schulabgänger heute und oft voller Wut. Nach lustigen Cabrio-Videos und Schmuse-Rap steht ihnen nicht mehr der Sinn und plötzlich entsteht eine Rap-Szene, die den großen Vorbildern aus den Staaten ähnelt. Aggressiv, sexistisch und zornig. Christian Fusenegger ließ sich von den gar nicht pflegeleichten Helden des Agro-Hip-Hop ihre Welt zeigen. Jungs und Mädels, wo kommen wir her? Boxberg im sächsischen Kohlerevier nahe der polnischen Grenze. 20% der Jugendlichen hier haben keinen Job. Kein Zufall, dass die aggressive Rapband Die Sekte hier ihre größten Erfolge feiert. Sie sind das Sprachrohr der Frustrierten. Wütende Zeilen über Drogenkriminalität und Sex. Ein Novum in der braven deutschen Hip-Hop-Szene. Warum ich Agro-Fan bin? Alter, weil ich will nicht mit so einer populären Scheiße abgehen oder so, ne? Ich sag aber ganz ernst so, das ist Musik, sag ich mal, die ist aktiv, Alter. Ich kann darauf voll abgehen. Wenn man sagt so, fick mich doch, dann hört man das manchmal zu. Und so, wenn man sagt so, ja, Deutschland ist scheiße, hört manchmal Kinder hin. Aber wenn man es sagt so mit krassen Wörtern, dann hört vielleicht jemand hin. Weil die Sekte halt viele Sachen sagt, was andere Leute sich einfach nicht trauen zu sagen. Konservative Leute sagen, die Texte sind sexistisch. Für mich ist es das noch nicht. Ich könnte auf jeden Fall wirklich in meinen Augen sexistisch sein. Das, was ich sage, ist für mich nur Unterhaltung. So rede ich in meiner Gegend sogar mit Frauen. Und die fühlen sich nicht beleidigt davon, so. Weißt du, was ich meine? Wenn ich in meiner Gegend zu einer Frau gehe und sage, ey, hast harte Nippel, das ist dann eine Anmache für die. Sie weiß, alles klar, der Junge macht mich an, zack, zack, wir reden dann weiter, trinken einen, zack. Das ist so ein Anmachspruch. Ich gehe nicht hin und sage, bist du öfter hier? MV. Ja, meine Damen und Herren, das ist mein Block. Sido ist in einer Berliner Betoninsel aufgewachsen. Nach dem Hauptschulabschluss und einer abgebrochenen Ausbildung als Erzieher schlug sich der jetzt 22-Jährige jahrelang mit Sozialhilfe durch. Inzwischen sind er und sein Rap-Partner Bobby so etwas wie Stars. Und nicht nur hier im Viertel. Von Rap als Rettungsanker kann bei den meisten deutschen Mittelstandsrappern kaum die Rede sein. Bei Sido trifft es zu. Durch Rap kann er sich eine eigene Wohnung leisten und muss nicht mehr schwarz fahren. Wegziehen würde er hier trotzdem nicht. Ich bin groß geworden in einer Hochhaussiedlung, das Märkische Viertel nennt man das. Hohe Häuser, viele Menschen eng aneinander, bis zu, sagen wir mal, 50, 60 Familien locker in einem Haus. Ja. Man hört die Nachbarn bumsen, die Nachbarn sich streiten, das Treppenhaus ist voller Kotze. Du hast aber alles auch in deinem kleinen Bereich, sowas nennt man Ghettoisierung. Da fangen Leute an, bauen dir ein Einkaufszentrum mitten in die Hochhäuser, machen dir einen kleinen See, machen alles grün, damit du alles da hast, damit die dreckigen Leute aus der Gegend ja nicht zum Kudamm fahren und da einkaufen gehen, damit es da nicht stinkt und so. Bomben auf Berlin. Das erste Video der Sekte verpackt die sprachlichen Gewaltergüsse in destruktive Bilder. Zu krass für die Musiksender. Bushido ist bekennender Chauvinist und Agro-Hip-Hopper. Mit seinem Debütalbum Vom Bordstein bis zur Skyline landete der 25-Jährige diesen Sommer prompt in den Charts. Gangster-Rap in Deutschland salonfähig zu machen, ist sein Ziel. Bisher werden er und seine Kollegen weder im Radio noch auf den Clip-Kanälen gespielt. Das Ding mit der Kriminalität ist so, du wächst damit auf, so. Du bist damit konfrontiert, du rutschst da selber mit rein, du machst es und solange du nicht erwischt wirst, so, fällt es dir nicht auf und so. Irgendwann bist du gebastelt, so, du stehst vorm Richter und denkst so, ach so, ja, stimmt, auf jeden Fall, Alter. Das Kilo Gras und so, weißt du, oder der Einbruch oder die Körperverletzung oder der Raub und so. Und irgendwann denkst du, ja, scheiße, also irgendwie musst du doch mal langsam die Kurve kriegen. Für den großen Kommerz sind die Botschaften zu gewaltverherrlichend und sexistisch. Dabei wollen auch Agro-Rapper gut verdienen. Bushido steht auf Geld und Konsum. Rappen ist für ihn dabei Mittel zum Zweck. Für viele Hip-Hop-Puristen ist das ein Graus. Bushido wird aus allen Ecken der Szene angefeindet. Dabei ist er nur ehrlich. Ich
Geld haben, verstehst du? Ich habe meine Klamotten an, so, ich habe die neuen Air Max 2003 an, weißt du, so, das muss ich mir mit irgendeinem Geld finanzieren, verstehst du? Und wenn Günther jetzt zu mir kommt und sagt, Bushido, ich finde, du rappst cool, dann sage ich, danke, finde ich cool, wenn er mir Respekt gibt, aber wo sind deine 13 Euro für mein Album, weißt du? Ich meine, so, das brauche ich, um meine Familie zu ernähren, meine Mutter zu unterstützen, verstehst du, mit meinen Freunden in Puff zu gehen, weißt du, so, dafür brauche ich Geld und dafür brauche ich, ich kann nicht mit Hosenknöpfen bezahlen, weißt du, ich meine, so, das geht nicht. Abkassieren ist Priorität, auf jeden Fall. Die Sekte unter der Nadel. Heute lassen sich Sido und Bobby die Kürzel AIDS auf den Unterarm tätowieren. Das steht für Alles ist die Sekte. Bei der Sekte haben Tabubrüche diese Art Methode und müssen natürlich bis ins letzte Detail ausgereizt werden. Gleichzeitig bestärkt es die beiden, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich habe echt viel aufgegeben deswegen und so 10 Jahre nur darin investiert. Ich kann leider nichts anderes, also muss ich damit mein Geld verdienen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Oder so Gangstergeschäfte, so, weißt du? Aber das ist mir auch zu gefährlich, zu aufreibend und so, weißt du? Ich habe keinen Bock auf so viel Action. So, das geht leichter. Das größte deutsche Hip-Hop-Festival Splash im August. Die Sekte und Bushido müssen am frühen Nachmittag auf die Bühne. Kein Hauptact will vor oder nach den Schmutzfinken auftreten. Dann die große Überraschung. Fast 10.000 Kids tauchen vor der Bühne auf und können jede Textzeile mitsingen. Ohne Unterstützung der Musiksender ist eine riesige Fangemeinde entstanden.